Heute gibt es mal wieder was für alle Country und Rockabilly oder ja, alles aus dieser Richtung. Fans, ich zeige dir heute ein ziemlich cooles Zupfmuster und wie du das Ganze wieder geschickt mit einer Melodie verbinden kannst. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, hallo, ich bin's, der Michel von der Online-Gitarrenschule und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Heute gibt's mal wieder was in Stile von, ich nenn's mal Travis oder, was man öfters sagt, Folkpicking. Und bevor wir jetzt loslegen mit dem Zupfmuster, möchte ich da ganz kurz mal eine kleine Trennung vornehmen. Nämlich ganz einfach, Travis Picking ist nicht Folkpicking. Das wird zwar oft zusammengeworfen und man sagt immer Travis oder Folkpicking, aber das ist es eigentlich nicht. Wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, wird man rausfinden. Beim Folkpicking haben wir öfters ein Zupfmuster. Könnte so aussehen. Ja, und beim Travis-Picking kann ich dasselbe Zupfmuster wieder nehmen, aber es klingt so. Wo liegt jetzt da der Unterschied? Ganz einfach, beim Folkpicking ist es so, ich habe ein Zupfmuster, wo jeder Ton ungefähr, ja, ich sag mal, gleich laut ungefähr gespielt wird. Und die Wertigkeit jedes Tons im Zupfmuster, würde ich sagen, ist gleich. Beim Travis Picking ist es aber so, ich habe eine ganz klare Bassline, nämlich in Viertel. Und darauf setzen sich dann einfach Töne vom Akkord und die können halt genauso aussehen, wie jetzt gerade vorhin bei meinem Folkpicking. Und dadurch kommt natürlich was ganz anderes zustande. Und das ist auch der große Unterschied und deswegen finde ich, kann man das nicht alles in einen Topf werfen, weil ein Travis Picking ja dann auch so aussehen kann. Und da gibt es noch hunderte weiterer Formen, mit denen du richtig interessante und coole Rhythmen gestalten kannst. Das Muster, was ich jetzt gerade gespielt habe, das zeige ich dir jetzt und dann verbinden wir das Ganze mal mit einer Melodie. Also, wir spielen unsere Bassline. Bei der Bassline sieht es so aus, als Beispiel nehme ich einen C-Dur-Akkord. Ich erstmal die Saiten kurz erklärt, ich spiele mit dem Daumen die A-Saite, die D-Saite, die tiefe E-Saite, die D-Saite. Bei den Tönen sieht es dann einfach so aus, ich spiele meinen C-Akkord, aber wenn ich auf die tiefe E-Saite gehe, dann gehe ich hier oben auf die Quinte vom Akkord, nämlich die liegt genauso drüber über unserem Grundton im dritten Bund auf der tiefen E-Saite. Somit habe ich den Ablauf A-Saite, D-Saite, E-Saite, D-Saite, A-Saite, D-Saite, E-Saite, D-Saite. Jetzt lege ich Töne aus meinem Akkord einfach mit rein. Erstmal nur auf die CZ2 zupfe ich nämlich meine G- und meine B-Saite mit an. Dann baue ich auf CZ 3 und aber nur im ersten Takt die B-Saite wieder mit rein. Und jetzt noch im ersten Takt auf CZ 4 und ebenfalls. 1, 2, 3 und 4 und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 4 und 1, 2. Das Ganze mit ein bisschen Tempo. Was kann man mit dem Rhythmus gut machen? Theoretisch geht natürlich wieder jede Melodie. Ich habe jetzt einfach mal die Melodie von. Ich denke, das kennt jeder und wir bauen das Ganze einfach mal so in unser Zupfmuster rein. Im zweiten Takt, wenn die Melodie losgeht, habe ich statt ein C-Dur einen A-Moll-Akkord mit reingebaut, einfach, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt. Du findest übrigens alle Noten, Tabulaturen aus diesem Stück jetzt hier, wenn du es zu Hause mal ein bisschen für dich nachspielen möchtest, auf meiner Webseite, auf meinem Blog, kannst du einfach draufgehen und kannst dir das alles runterziehen. Legen wir los! Thank you.
Wenn du mehr aus dieser Richtung von Musik wissen möchtest, wenn du das richtig lernen möchtest, dann möchte ich dir gerne meinen Country Guitar Picking Kurs empfehlen. Hier lernst du wirklich Schritt für Schritt, wie du aus jedem Stück, jeder Akkordfolge eine richtig coole Solonummer bauen kannst oder einfach auch ein ziemlich virtuoses Rhythmusspielen auf deiner Gitarre erzeugen kannst. Alle Infos findest du einmal in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Wie schon gesagt, du findest alle Noten nochmal auf meinem Blog. Der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Lesson. Und bis dahin sage ich Ciao, der Michel.